Vor 10 Jahren ist die Pleitebank Hypo Alpe Adria verstaatlicht worden und das dürfte Österreichs Steuerzahler in Summe rund 8 Milliarden Euro kosten. Das rechnet der Fiskalrat vor, ein Gremium, das die heimischen Finanzen überwacht. Im Dezember 2009 also fand die Bankenkrise auch in Österreich ihren Höhepunkt. Es ist eine Schicksalsnacht für Österreichs Steuerzahler. 17 Stunden lang wird im ehemaligen Finanzministerium verhandelt. Danach ist klar. Der Bund nimmt den Eigentümern, allen voran der Bayerischen Landesbank, die Hypo ab und verstaatlicht sie, um eine Pleite zu verhindern. Wir haben eine Einigung, der Fortbestand der Hypo Alpe Adria ist gesichert. Die Republik Österreich, der Staat, übernimmt diese Bank. Der Bund pumpt nach und nach Milliarden in die Bank. Die Sanierung der Hypo scheitert trotzdem. 2014 wird aus der Hypo Alpe Adria die Abbaugesellschaft Heta. Die Probleme bleiben aber, denn auch in der Heta-Bilanz klafft ein riesiges Loch und dem Land Kärnten droht wegen der Milliardenhaftungen für die Bank die Insolvenz. Die Wende gelingt 2015 unter Finanzminister Hans-Jörg Schelling. Ein völlig neues Gesetz kommt zur Anwendung. Ab jetzt zahlt nicht mehr nur der Steuerzahler, auch die Gläubiger, die der Hypo einst Geld geborgt haben, werden zur Kasse gebeten. Auch Kärnten muss bluten und seine eiserne Finanzreserve aufgeben. Dafür ist es seine Haftungen los. Der Verkauf der Hypo-Überreste läuft danach weiter und zwar besser als erwartet. Trotzdem, die Hypo bleibt ein Milliardengrab. Rechnet man die Zahlungen für Zinsen ein, dürften 8 Milliarden Euro für immer verloren sein, sagt der Fiskalrat.